Obwohl Vorschriften genau das sind, was einen rechtschaffen guten Charakter ausmacht, ne? Das ist echt eine harte Entscheidung vom rollenspielerischen Aspekt her. Und die Antworten sind noch nicht gerade passend. Also eigentlich würde ich jetzt ablehnen, weil es halt meiner Einstellung widerspricht und weil es Gesetze gibt, um sie einzuhalten und die auch alle ihren Sinn und Zweck haben. Aber das kann ich hier nicht wirklich ausspielen. Das eine ist eine goldgierige Antwort. Das andere ist die freundliche, die eher, aber eher zu einem chaotisch Guten passt und nicht zu einem rechtschafft Gute. Und das hier ist eine Feiglingsantwort. Gut, nämlich das Oberste. Ich habe nicht die Absicht, den Zorn irgendeines Tempels oder Gottes auf mich zu ziehen. Aber das ist auch so eine. Na gut, was soll's, wir helfen ihm. Glück hin und her, es wäre eine Schande, euer Leben aus jugendlichen Leichtsinn zu verspielen. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Es besteht noch Hoffnung für meinen Sohn. Ich kann euch nicht sagen, in welchem der Tempel von Amberly Casson liegt. Doch ich rate euch, vorsichtig zu sein. Sie mögen unfreundlich erscheinen. Doch lernt man sie erst näher kennen, so weisen sie als durch und durch herzlos. Bitte beeilt euch. Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, das zu machen, weil es halt der gute Weg ist und die anderen Sachen alle nicht gut sind. Es ist zwar nicht rechtschaffen gut, was wir jetzt tun, aber immer noch besser als böse zu handeln. So, wir wissen aber nicht, wo der Tempel der Amberly ist. Genauso wie wir auch nicht wissen, wo das Anwesen ist, das wir suchen müssen für die drei Artefakte. Also sollten wir uns einfach mal das Haus der Dame. Das ist jetzt aber nicht die Dame Amberly, oder? Das wird Timora sein. Schauen wir mal kurz rein. Aber ich sagen wollte, ja, wir sollten uns erstmal ein bisschen weiter umgucken, bevor wir die Quests weiter verfolgen. Denn das eine wird das andere ergeben. So, wer bist du? Ah, das ist der Vorgesetzte. Willkommen, selig sind die in ihren Schoß aufgenommen werden, denn ihnen wird ihre Fürsorge zuteil. Selig sind, die Wagemut zeigen, denn auf sie wird ihr Licht scheinen. Was auch immer ihr wünscht, wir benötigen nur eine kleine Spende. Okay, das spricht jetzt wieder dafür, dass wir die Quest auch annehmen. Weil er sagt selber, selig sind die, die Wagemut zeigen. Und das tun wir auf jeden Fall, wenn wir in einen Tempel der Amberly einbrechen. Schauen wir mal kurz, ob er irgendwelche Tränke noch hat, die wir gebrauchen könnten. Na gut, kaufen ein paar Heiltränke, die kann man immer mal gebrauchen. Und wir haben hier einen guten Puffer an Gold. So, das soll aber erstmal reichen. Hast du noch was zu sagen? Na komm. Kann ich irgendwie behilflich sein? Das Glück der Dame sei mit euch. Na gut, das war jetzt nicht gerade sehr hilfreich. Also wieder raus. Aber wenn hier ein Tempel war und unten war ja noch der andere Tempel von Gond, also dem Erfindergott, dann wird hier wahrscheinlich auch noch ein oder zwei andere Tempel sein. Oder werden hier noch ein, zwei andere Tempel sein. Hier oben geht es aber nicht weiter. Was bist du? Haus von Ragefast, ja. Und da ist nicht unbedingt Platz für noch einen Tempel, ne? Na gut, dann gucken wir mal nach Norden. Obwohl Amberly ist Wasser und was waren noch ihre Domäne? Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber dann wird sie vielleicht eher in der Nähe des Flusses sein. Na gut, erstmal gucken wir kurz nach Norden. Auch um zu gucken, ob das Anwesen da vielleicht das ist, was wir suchen. Und danach können wir dann wieder in den Süden gehen und da den Flusslauf mal verfolgen. Alle auf dem Weg. Schön, schön. Können wir so lange mal die Heiltränke verteilen. Ja, da sollte immer im Quickslot mindestens einer da sein. Habt ihr gehört? Der Rat der Herzöge soll jetzt entscheiden, ob wir Ammen den Krieg erklären. Oh. Oh nein, was glaubt ihr, wie sie entscheiden werden? Ja, ganz so übertrieben hätten wir es vielleicht nicht ausgedrückt, aber es interessiert uns ja schon,
ob jetzt zwei Königreiche in den Krieg ziehen oder nicht. Die Herzöge haben sich zu sehr an alles gewöhnt, sie sind zu bequem. Das gehört alles nur zu ihrem Katz-und-Maus-Spiel mit Ammen, um günstigere Bedingungen im Eisenhandel auszuhandeln. Dennoch war der Vorschlag eines Krieges bisher nur das, ein Vorschlag. Die schlagen einen Krieg vor der gegnerischen Partei? Ach nein, die beraten untereinander, okay, ich wollte schon sagen. Also es war nur ein Vorschlag, keine Eventualität, über die ernsthaft nachgedacht werden soll. Na gut. Dann schauen wir mal, da ist ein großes Gebäude. Sieht aber eher wie ein Lagerhaus aus mit den ganzen Kisten und Fässern hier. Kein Schild an der Tür. Doch, da. Helm und Umhang. Nee, wir wollen kein Gasthaus. Wir wollen ein großes Anwesen oder ein Tempel. Das ist auch nur ein Wohnhaus. Ja, das sieht nicht so aus, als ob hier ein Tempel sein würde. Aber das Anwesen könnte irgendwo ein bisschen weiter abseits sein. Vor allem das ganz große, was ich vorhin hier auf der Karte markiert hatte. Das müsste hier oben links in der Ecke sein. Überall Adlige, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sackgasse? Ah, schaut so aus. Ah, hier ist die Befestigung um das Anwesen herum. Also denke ich mal echt, dass es dem Herzog gehören wird. Oder einem der Herzöge. So, Anwesen von Enta Silberschild. Ah, den Namen haben wir schon mal gehört. Aber die Artefakte sollen wir nicht von ihm holen, sondern... Chandala heißt er. In dem Anwesen von Oberon. Ja, Oberon ist ungleich Silberschild, also ist das hier schon mal falsch. Aber wo ein großes Anwesen ist, sind vielleicht noch mehrere. Gucken wir mal. Das hier sieht auch ziemlich prunkvoll aus. Aber es ist kein Schild an der Tür. Und das ist auch ein bisschen viel verlangt, dass jedes Haus gleich ein Namensschild dran hat, ha? Aber ich glaube, hier gucke ich mal ganz kurz rein. Okay, oder auch nicht. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Hier war... gar nichts. Gucke ich auch mal kurz hin. Weil das sind so die wenigen großen Häuser, wo ich diesen Oberon vermuten würde. Vor allem, wenn seine drei Töchter da sind, dann muss er auch ein bisschen größer sein. Weil drei adlige Töchter brauchen viel Platz. Ah, da können wir schon mal rein. Aber scheint eine Taverne zu sein. Es freut mich wahrlich, eure Bekanntschaft zu machen. Was bringt euch zu Connolly Flynn? Möchtet ihr eine Geschichte über Verrat unter den Edelleuten hören oder über ein paar Schandtaten in dunklen Gässchen? Bei einem Gläschen Bier hört man so manches. Ah. Was wisst ihr vom Eisenthron und dessen Aktivitäten in der Stadt? Das ist ein bisschen zu direkt, oder? Ja. Erzählt mir, worüber sich das gemeine Volk diese Tage unterhält. Das gemeine Volk? Ich kenne niemanden, der sich gerne so nennen lässt. Viele würden wahrscheinlich sogar sagen, dass die Edelleute viel weniger interessant sind als das gemeine Volk. Es steht uns frei zu gehen, wohin wir wollen und mit allen zu sprechen, mit denen wir möchten. Adlige müssen Angst haben, in schlechter Gesellschaft gesehen zu werden oder am falschen Ort überrascht zu werden. Es wurden schon viele Geschichten über die vergeblichen Bemühungen adeliger Narren erzählt, die ihre Handlung zu verbergen versuchten. Insbesondere hier. Ja, das war jetzt nicht sehr aufschlussreich. Aber wir wissen wenigstens, dass das kein Anwesen ist, sondern Taverne. Oder zumindest irgendeine Form von Wirtshaus. So, du hast auch kein Schild. Oder ist das da ein Schild? Nö. Und bist auch offen. Spazieren wir also auch mal rein. Ja, das sieht doch wie ein adeliges Anwesen aus. Aber kein Butler, der Hallo sagt. Das ist ein bisschen doof. Weil eigentlich würde ich hier nicht so reinplatzen. Aber irgendwie ist keiner zu Hause. Nur Kinder.
Hi, ich bin Layata. Und das hier ist meine Zwillingsschwester Luise. Mama und Papa glauben uns nicht, aber jede Nacht kommt ein Schreckgespenst und glotzt bei uns durchs Fenster. Wir sind echt froh, dass wir Zwillinge sind. Weil wenn wir nur eine wären, dann könnten wir uns nicht aneinander festhalten, wenn wir Angst bekommen. Oh. Das gab sogar einen Tagebucheintrag. Die jungen Zwillinge behaupten, dass sie jede Nacht durch die Fenster beobachtet werden von einem Schreckgespenst. Ich glaube zwar nicht an Schreckgespenster, doch auf meiner Reise habe ich genug gesehen, um nicht zu bezweifeln, dass es sich nicht nur um Hirngespinste handelt. Und das macht mir Angst. Na gut, auch nicht sehr aufschlussreich. Lass uns alleine, ja? Ist nix für dich. Okay. Mein Name ist Gerwiese und ich bin ein Magier, wie man sieht. Den beiden jungen Mädchen in diesem schicksalsträchtigen Raum steht eine dunkle und ungewisse Zukunft bevor. Eine mächtige Druidin namens Voltine will sich ihrer bemächtigen. Sie hat sich verwandelt, in was genau weiß ich nicht, um in das Haus einzudringen und die Zwillinge nachts zu entführen. Bitte glaubt mir, Voltine muss gefunden werden oder die Zwillinge sind in größter Gefahr. Okay, also ein wildfremder, schwer gerüsteter Mann stürmt in ein Haus, spricht mit zwei kleinen Kindern und dann kommt ein Magier auf ihn zu und sagt, hey, du musst mir helfen. Das ist super realistisch. Aber gut, holen wir erstmal den Rest der Gruppe. Das war das Haus hier, ne? So, geht da schon mal rein. Und wir gucken uns mal kurz um. Wo kommst du jetzt her? Voltine. Ja, es kommt mir irgendwie vor wie ein Dreigroschenroman. Ja? Wie unartig, einer Dame beim Umziehen zuzusehen. Mein Name ist Voltina Bulay, aber ihr könnt mich Voltine nennen, wenn ihr wollt. Also mit Umziehen meint sie wahrscheinlich zurücktransformieren, was wir jetzt aber nicht gesehen haben, weil sie im Schatten war. In dieser Gegend treibt ein dreckiger alter Magier sein Unwesen. Er heißt Gerwiese. Und er schleicht nachts umher und starrt bei den Leuten in die Fenster. Da ihr sein Hobby zu teilen scheint, darf ich wohl annehmen, dass ihr ihn gut kennt? Wir teilen sein Hobby nicht, aber wir machen einfach mal Böses entdecken. Gerwiese ist böse. Voltine nicht. Das macht das Ganze ziemlich einfach. Oder auch nicht, wenn Gerogon nicht an seinen Partymitgliedern vorbeigehen kann. Zeit für die Nachtschicht, nicht wahr, mein Freund? Ich bete dafür, dass ihr Voltine bald findet, denn es kann nicht mehr lange dauern, bis sie ihr Vorhaben ausführt. Ja, wir wissen aber, dass du der Bösewicht bist. Aber einfach so angreifen möchte ich dich auch nicht. Noch mit ihr reden? Kinder vielleicht? Ansonsten müsste ich hier warten, bis die Nacht einbricht und das macht das Ganze noch lächerlicher. Dass wir in das Haus einbrechen und hier unser Lager aufschlagen, um zu warten, dass einer von den beiden was macht. Glaubt ihr uns das mit dem Schreckgespenst? Ja, da stehen zwei andere Fremde in meinem Haus. Neben den sechs gepanzerten Gestalten. So, wir haben Süflur. 17 Uhr. Gucken, wo wir rasten können. Nee, können wir nicht. Das ist eine komische Quest. Und eigentlich suchen wir auch gar nicht die hier, sondern wir suchen das Anwesen von Odain oder so ähnlich. Oberon, genau. Na gut, hauen wir ihn einfach mal. Ich habe ja abgespeichert. Okay. Keine Wache bisher. Und jetzt... Okay, wir sollten also einfach so auf einen wehrlosen Mann einschlagen, der nichts ahnt. Das war die Quest. So, nun habt ihr euch doch noch als nützlich erwiesen. Ich habe euch bereits gesagt, dass Gerwiese ein dreckiger alter Mann ist und die Stadt ohne ihn sicherer wäre. Hier, erlaubt mir euch diesen Zauberstab als Dank für eure Dienste zu überreichen. Das war komisch. Und was ist das für ein Stab? Wissen wir noch nicht. Na gut, das war alles sehr kurios. Raus hier. Wir suchen weiter das andere Anwesen. Das war das Gasthaus. Das war abgeschlossen. Das sieht nicht wie ein Anwesen aus, sondern wie mehrere Wohnungen einfach übereinander.
glaube, hier werden wir nicht fündig. Schauen wir erstmal in Süden, ob wir den Tempel von der Ambalida finden. So, und zwar da hinten.